Luca wieder und heute machen wir mal wieder so richtig leckeres Sandwich oder so eine Art Crostini oder so eine Art Panini. Ja, und es wird eine richtig mega Geschmacksplosion und ich weiß, das Wort ist einfach nur Banane, aber ich find's geil. Ja, und wenn ihr es mal sehen wollt, dann bleibt einfach mal dran. Als erstes heize ich den Backofen vor und wenn der Backofen vorheizt, nehme ich mir zwei Schalotten und die schälen wir einmal und hacken die ganz fein. Wenn wir die fein gehackt haben, geben wir gleich noch eine Pfanne auf den Herd. Die müssen wir auch noch aufheizen, weil wir die Schalotten gleich einmal andünsten werden. So, die Schalotten einfach einmal halbieren, der Länge nach horizontal einschneiden, zwei, dreimal und dann vertikal. Und dann könnt ihr sie einfach so fein runterhacken. So, das macht ihr dann mit allen Schalotten. So, und heute Morgen habe ich mir einmal Spinat, Blattspinat aufgetaut. Den gieße ich jetzt ab. Ihr seht hier die Flüssigkeit. Und der kommt gleich, wenn die Schalotten angedünstet sind, einmal in die Pfanne und einmal das restliche Wasser raus da kocht. Und ich drücke diesen Spinat auch immer noch ein bisschen, damit ihr dann schon mal ein bisschen Flüssigkeit austritt. Wenn ihr hardcore seid, könnt ihr den Saft auch trinken, aber das mache ich jetzt nicht. So, dann brauchen wir noch Champignons. Und versucht euch beim Discounter, also ich habe die vom Discounter von Aldi, so relativ groß zu holen. Kriegt ihr auch bei jedem Supermarkt, in jedem Supermarkt. Und ich wollte große haben, weil ich die jetzt nicht großartig klein schneiden werde, sondern ich werde einfach nur die etwas anflachen. So, das machen wir jetzt. Wir gehen hin und flachen die einmal etwas. Und das hier hacken wir gleich noch und geben das dann auch zu den Schalotten in die Pfanne, weil wir möchten dann natürlich nichts wegschmeißen. Also ich möchte das nicht. Die kommen jetzt erstmal beiseite. Das hier hacken wir einfach mal wie wild durch. Das kommt dann auch beiseite. Rein theoretisch können wir die Stielen auch machen. Das mache ich auch jetzt. Die schneide ich dann nochmal relativ fein. Die sind etwas fester als jetzt diese wabbelige Unterseite von den Pilzen hier. So, was machen wir jetzt hier? Die Pfanne ist vorgeheizt. Natürlich einen Schuss Olivenöl rein. Ich nehme immer dieses hier. So, und dann zuerst die Schalotten. Obwohl, wir können eigentlich jetzt auch direkt schon mal die Pilze reingeben. Und dann einmal durchrollen, ab auf den Herd damit, bis es die Pilze schönes Wasser abgegeben haben, die Schalotten schön glasig geworden sind. So, jetzt machen wir folgendes. Wir schieben alles zur Seite. Das ist jetzt schon etwas braun. Es soll nicht ganz so braun werden. Jetzt kommen wir noch im Backofen. Das gehen wir hin und geben die Pilze einmal rein. So, und lassen jetzt ein paar Minuten so in der Pfanne. So, in der Zwischenzeit gehen wir hin und nehmen uns eine Tomate und schneiden die auf. Und zwar schneide ich die nicht so auf, sondern ich nehme sie so, dass die, also dieser Ansatz hier meine ich. Und dann schneiden wir die Tomate schön runter. Jetzt habe ich hier zwei Avocados und die werden einmal aufgeschnitten, gucken, ob die noch gut sind. So, und die ist fast noch gut, das werde ich wegschneiden, das braune. Das ist immer das Problem bei den Avocados, dass die halt immer gereift werden, dann halt zu weit gereift werden. Und die ist doch 1A. Und ihr seht auch schon, wie schön leicht die sich einschneiden lassen und so schön cremig die sind. Und so muss es auch sein, gerade für dieses Rezept hier. So, dann gehe ich mir jetzt hin, nehme eine Schüssel, ich nehme direkt eine Gabel hier. Da brauche ich keinen Löffel, extra dreckig machen. Und schabe das alles hier raus, alles ab und alles schön zermanschen. So, dann gehen wir jetzt hin und nehmen uns hier die Zwiebeln und geben die raus und geben die dann hier rein. Die Pilze, seht ihr hier, haben inzwischen schon ein bisschen Wasser abgegeben. Jetzt drehen wir sie wieder um und lassen einmal das ganze Wasser auskochen. Und das hier heben wir einfach nur unter. Natürlich schmeckt das jetzt natürlich nach nicht viel und deswegen müssen wir das auch noch würzen. Salz und Pfeffer, ganz klar. Dann unterheben und einmal abschmecken. So, jetzt holen wir einfach einmal kurz die Pilze raus. Ihr seht schon, was für eine schöne goldene Farbe die bekommen haben. Das Pilzwasser hier gießen wir weg und wir geben jetzt einmal unseren
Spinat, der auch hier rauskommen möchte, in unsere Pfanne und heizen einmal kurz auf. So, jetzt habe ich hier so Panini-Brötchen. Das sind Vollkornbrötchen. Ihr wisst ja, ich kaufe immer noch Vollkornprodukte. Und was machen wir jetzt? Jetzt belegen wir das Ganze einmal. Und zwar brauche ich dann dazu einmal die Champignons. Natürlich braucht ihr auch, aber ich meine den Spinat. Und ich weiß, man geht ja eigentlich nicht mit der Gabel in die Pfanne. Aber einerseits ist das eine Spezialbeschichtung, die das aushält. Zumindest sagt es der Hersteller. Spinat haben wir. Pilz drauf. Und jetzt geben wir reichlich von unserer Avocado-Mischung oben drauf. Und das sieht schon richtig geil aus. Das sieht schon richtig, richtig geil aus. Eigentlich sagt man ja geil nicht, aber einfach nur perfekt. Und ich mache den Rest hier noch. Also noch nicht den Rest, ich habe ja noch genug, seht ihr ja hier. Ich mache auch etwas auf den Deckel. So formulieren wir es mal so. Wir könnten auch noch Ziegenkäse drauf geben. Das wäre noch eine ganz gute Idee, weil ich mag einfach Ziegenkäse, müsste aber nicht. Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale Käsescheibe nehmen. Aber ich nehme jetzt hier so ein Röllchen. Das ist ja ein ganz großes Röllchen, den kann man mit mehreren kleinen zerbrechen. Und das mache ich jetzt auch. Ich zerbreche ein kleines Röllchen in mehrere kleine Stücke und lege das oben drauf und röste das jetzt an. So, und die hier waren jetzt 8 Minuten bei 180 Grad Umluft mittlerer Schiene im Backofen. Die Brötchen sind schon durch und hier seht ihr den Ziegenkäse, der ist leicht angebrannt, aber es ist einfach nur so lecker. Also ich liebe sowieso Ziegenkäse und Ziegenfrischkäse und ja, könnt ihr weglassen, könnt ihr natürlich auch einen normalen Käse drüber machen. Ja, und wisst ihr, was richtig, richtig gut wäre, wenn wir jetzt nur so ein Spiegelei drüber machen würden oder manche? Das würde ich, glaube ich, noch, boah, das wäre, glaube ich, noch richtiger Luxus. So, und ich schiebe das jetzt hier runter. So, und dann lege ich nicht auf alle meine Tomate oben drauf. So, und dann mache ich jetzt ein Foto. Und dann sind wir raus. So, Leute, das war's auch schon wieder. Ihr habt gesehen, dieses Panini zusammenzubauen ist wirklich ganz einfach. Und gleich gibt es eine Geschmacksplosion in meinem Mund. Und ja, wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare, schickt mir ein Foto unter dem Hashtag natürlich lecker. Ja, ansonsten schaut mal beim Biokoch vorbei oder bei Nicoles Zuckerwerk. Da gibt es auch immer sehr gute Rezepte. Ja, und dann bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.